Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben länger kein Mythic Plus mehr gemacht und ich glaube, ich habe jetzt 2, 3 Wochen kein M Plus Dungeon mehr gemacht. Es ist also mal wieder an der Zeit. Wir gehen Nebel von Tirna Ski plus 11 müsste es sein, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, wir geben hier heute... Oder wir versuchen hier heute richtig einen rauszuknallen. Affixe, Inspiring. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Schrecklich. Ne, was haben wir denn? Ja, schrecklich, Inspiring, verstärkt. Also kann durchaus ein bisschen fieser werden. Also da muss ich zumindest bei manchen Trash-Pulls vielleicht ein bisschen aufpassen, aber wir werden mal sehen. Ziel ist es, auch wenn ich jetzt länger nicht gespielt habe, in dem Dungeon richtig durchzuknallern, dass wir hier schnell durchkommen und dann schauen wir mal. Gear habt ihr eben gesehen, 227, also ja, weder gut noch schlecht. Durchschnitt würde ich sagen. Das sind die Talente, zeige ich euch auch noch an dieser Stelle und ja. Ich würde sagen, die Bedingungen sind gut. Wir haben einen Frostmage, ein Kätzchen tatsächlich und einen Furorkrieger mit in der Gruppe. Katze bin ich mal sehr gespannt. Hat man nicht oft in der Gruppe. Und was haben wir da noch als Healer? Ein Charmy. Das ist ebenfalls sehr, sehr nice. Nehmen wir gerne mit. So, den kerkern wir jetzt hier mal schön ein. Dann kommen wir da dran vorbei. Da ist wieder ein inspirierter Mob. So, den holen wir uns direkt. Ach, das liebe ich am Demon Hunter. Diese Siegel sind schon echt ziemlich, ziemlich nice und machen das Leben oftmals sehr, sehr viel einfacher. Vor allem dieses Grip-Siegel mag ich sehr gerne. Ist sehr komfortabel. Oh, da kommt auch noch CC-Totem, Stun-Totem. Mensch, das läuft ja perfekt. Der Frostmage fährt auch ganz nice ein Damage, wenn ich das so sagen darf. So, jetzt kann er schon mal eine aufmachen, theoretisch. Dann haben wir Varut. Der Dude mit dem 4. Das sollte kein großes Problem sein. So, Wille des Schreckens. Ja, da hat sich einer vieren lassen. Nicht so schlimm. Oh Gott. Das Siegel habe ich auch sehr, sehr nice abgelegt. Schön in die Pampa geblasen, das Teil. Nee. Das setzen wir jetzt mal nicht. Der müsste fast down sein. Worauf ich gespannt bin, ist, ich habe jetzt so lange kein M Plus mehr gemacht mit dem Demon Hunter. In der Zwischenzeit gab es dieses Item, ich glaube, das war vor 2 Wochen oder so, dass man alle Conduits auf Item Level 200 bekommt, wenn man das Ding benutzt. Ich hatte noch, ich glaube, 2 Stück waren es. 2 Conduits, die irgendwie auf Item Level 145 waren. Unter anderem der mit meinem Self-Heal. Da bin ich jetzt mal gespannt, inwiefern sich das über diesen Dungeon auswirkt. Also ob ich hinten raus sagen kann, oh, da heilt man jetzt doch deutlich mehr als vorher. Oder ob ich es nicht weiß, weil ich so lange keine Plus mehr gemacht habe. Das kann natürlich auch sein, ja. Wissen wir nicht. Mal schauen. Was ein bisschen schade ist, in der Inni ist jetzt in Sachen Loot nicht so wirklich was dabei, worauf ich jetzt richtig Bock habe, was ich gut gebrauchen kann. Aber gerade geht es auch eigentlich eher nur darum, es ist übrigens Silvester-Inni, ja. Das ist auch noch die letzte Aktion von mir in World of Warcraft in diesem Jahr. Eine schöne Mythic-Plus-Instanz. Einfach, dass wir nochmal was haben. So, dann nehmen wir mal das Shield mit. Dann rein in die 2 hier. Zack. Und weiter geht es. So, da gehen wir schön raus. Was ich auch sehr, sehr mag am Demon Hunter, aber das habe ich in anderen Videos auch schon gesagt, ist wirklich die Tatsache, je nachdem, welches Legendary ich auch spiele und mit den Siegeln, in Sachen AE-Schaden ist der Demon Hunter echt ziemlich nice unterwegs. Also wenn man sich jetzt anguckt, wir haben hier nur 2 Gegner und ich habe jetzt nicht mal übertrieben krasses Gear,
Fahr aber 5K DPS als Tank, ohne dass ich jetzt irgendwie groß CDs gepoppt habe oder sonst was. Das ist schon ganz nice. Also, das macht Bock. Da kann ich nicht meckern. Wenn ich mir da zum Beispiel das Bärchen angucke, ohne vernünftiges Gear, kommst du da deutlich schwieriger aus dem Quark. Gut, jetzt fällt es wieder ein bisschen ab. Aber nichtsdestotrotz, vom Gefühl her macht der Demon Hunter echt ganz guten Schaden. So. Der Trash ist down. Den nehme ich mal ins Fokus, dass ich sehe, wie viel Mana er hat. Aber das sollte noch passen. Nehme ich an. Ja, da haut mir die Ingra ab. Die Ingra. Böse, böse. Ich glaube, der Damage sieht ganz gut aus von der Gruppe. Gehe davon aus. Gut, es ist eh verstärkt und nicht tyrannisch. Aber da sollten wir die Alte locker in einer Phase da runterprügeln können. Ich hoffe, wir kommen jetzt noch vor dem 4 hier durch. Da ist der Kampfrausch. Ups. Das war dumm von mir. Aber das hat gepasst. Und jetzt schön Inkra Maloch umpölen. Richtig reinlunzen da. So, 4 Sekunden haben wir noch. Okay, wird doch nicht so. Okay. Ich dachte, das schaffen wir. Gut, jetzt nicht super schlimm. Aber da hat dann doch ein bisschen Damage gefehlt. Jetzt fokussen alle die Alte. Da müssten wir sie eigentlich auch downkriegen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Da ist sie dead. Sehr schön. Lass mich aufmounten. Jo. Jetzt. Und weiter geht's. Gucken wir mal, was haben wir denn insgesamt an Heilung gerade? Ah, jetzt hängt das dämliche Quest-Interface da drüber. Okay, das ist nicht so schön. Holy shit. Der geht down. Da knallt der Druide aber mal richtig einen raus gerade. Kick ist auch am Start. Sehr schön. I don't have add-on. Sagt der Shami. Sollte jetzt nicht so dramatisch sein. Sollten wir auch so hinkriegen, glaube ich. Und dann nehmen wir die Versa mit. Damn, jetzt habe ich nicht aufgepasst, wo die Kleine hingeflogen ist. I hate it. So, schön raus da. Okay, da kümmert sich gerade einer drum. Ich glaube, der Shami. Müsste links, ja. It is left. Da hier mal Blüte voll. Mit Kreis drum. Okay, der Shami läuft aber scheinbar trotzdem. Ehre geht raus. Oh. Der Frostmage knallt aber auch ganz gut einen hier weg. Wenn ich das mal so sagen darf. Sehr, sehr nice. Gut, weiter geht's. Da können wir jetzt mal schön hier das eine Siegel reinkloppen, die Kirion-Fähigkeit. Das sollte uns im Damage einen guten Boost geben. Zack. Zumindest mal 13k. Aber ich glaube, es hat auch nichts gekrittet da eben. Ja, das Toben nehmen wir jetzt einfach mit. Da lassen wir uns schön mal ins Gesicht treten. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Wie viel Wörter habe ich denn jetzt? Mit dem Bonus 19%.
Könnte ein bisschen mehr sein. Oder wäre sogar geil, wenn es ein bisschen mehr wäre. Aber ich bin langsam dabei und kraxel mich zumindest ein bisschen wieder nach oben, was Versa angeht. Nachdem ich da zwischenzeitlich mal bei unter 10% war. Gut, jetzt habe ich 5% durch den Bonus drauf, aber ich glaube, ich habe wieder 14% oder so. Muss ich doch sagen, als Tank macht es wesentlich mehr Spaß, mit viel Versa zu spielen. So, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Sehr schön. Das klappt. Das klappt ja ausgezeichnet. Ich muss auch allgemein sagen, wenn ich das jetzt mal so als Jahresabschluss verwende, diese Instanz, für Mythic Plus, ich hatte eigentlich, da ich meistens random gehe und nicht so oft mit Guildmates oder sonst was, ich hatte nichtsdestotrotz sehr, sehr oft wirklich vernünftige Gruppen. Also ich konnte mich dieses Jahr echt nicht beschweren im Sinne von, oh, das war alles Katastrophe oder Mythic Plus mit Randoms kannst du nicht spielen und dies und das. Also BFA, fand ich, war wesentlich schlimmer, was das angeht. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber in Shadowlands hatte ich oftmals das Gefühl, dass die Leute mehr wussten, was sie tun. Natürlich hatte man auch mal Ausnahmen, wo du am liebsten, keine Ahnung, losgeweint hättest. Oh shit, da sind die mir mal kurz abgehauen. Aber alles in allem, echt, ich habe schon Schlimmeres gesehen. Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Erfahrung so war. Also ich weiß noch zumindest aus älteren Videos, dass da einige von euch nicht sehr wirklich begeistert sind von Random Groups, teilweise zu Recht. Was ich immer noch finde oder was mein Hauptkritikpunkt ist, das ist auch nie gegen jemanden persönlich gerichtet, aber das ist mir auch zum Beispiel im LFR aufgefallen, wenn man mal drin war mit einem Twink oder auch im Mythic Plus. Wenn sich jemand für solche Inhalte anmeldet, und da rede ich dann jetzt nicht unbedingt von einer Plus 2, aber ab einem gewissen Level, finde ich, sollte man voraussetzen, dass die Leute wissen, was die Bosse da drin machen. Und auch wenn es nur LFR ist, da hatte ich jetzt neulich eine Diskussion, einfach weil ich Renown gefarmt habe ein bisschen, mit jemandem, der gemeint hat, ja, wozu braucht er sich Guides durchlesen, ist doch eh nur LFR und das juckt keinen. Ja, aber wenn 24 Leute so denken, kennt keiner die Bossfähigkeiten. Und im LFR ist es durchaus auch so, wenn du die Fähigkeiten nicht kannst, dann kannst du an den Bossen wipen. Ja, und dementsprechend, weiß ich nicht, würde mich freuen, wenn mehr Leute sich die Mühe machen, und sich mal Guides ansehen oder sonst was. Gerade bei so Sachen wie LFR, wenn die Inhalte schon 5 Monate draußen sind, finde ich, kann man erwarten, dass man sich mal 2 Minuten zumindest grob etwas durchliest, damit man weiß, was da jetzt genau passiert. Meine Meinung. Aber vielleicht ist das ja auch mittlerweile zu viel verlangt. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, in VOTLK, da war es so, dass du sogar in Gruppen mitgenommen wurdest, selbst wenn du jetzt vielleicht keine Erfahrung hattest. Aber sobald die Leute halt gemerkt haben, dass du überhaupt keine Ahnung hast von dem, was du da tust, dann war das nicht so gut. Dann hast du da auch die Quittung für gekriegt. Und das, wie ich finde, auch vollkommen zu Recht. Aber wir schweifen ein bisschen ab. Auch der Boss läuft hervorragend, möchte ich sagen. Ich glaube, dann unten können wir mal so einen kleinen Big Pull machen. Einen etwas biggeren Pull. Das ist immer noch der nervigste Moment hier. Was haben wir? Ich hasse dieses, wenn sie bei 10% nochmal dieses Ratespiel macht. Das könnte man sich auch voll sparen. Also wenn man zumindest nicht den Damage hat, darüber durchzubursten. Oh boy. Geh fort, Vulpin. So, das sieht auch sehr schön aus. Soweit. Gucken wir mal. Gesamtdaten. 2,7k HPS. Gut. Ist jetzt auch nicht der schwierigste Dungeon. Aber wenn ich auch vergleiche, zu als ich die ersten M-Plus gemacht habe mit dem Demon Hunter, so mit Item Level 206 oder sowas,
ist dann doch ein ziemlicher Unterschied hier, wenn man dann mal ein bisschen an Gear kommt. So, die pullen wir jetzt schön zusammen. Das sollte kein großes Problem sein. Hauptsächlich einfach darauf achten, dass dieses dicke Ding gekickt wird und man vielleicht nicht... Oh, ich bin so blöd. Gut, die Schilder kann ich runternehmen. Nicht unbedingt in dieser Frostlanze drin steht. Das wäre ein Win, lieber G6. Habe ich gehört. So, jetzt sollten wir uns stabilisiert haben halbwegs. Der erste Kick, das war definitiv mein Fail. Das war nicht so gut. So, dafür haben wir den jetzt perfekt. Oh nein, der Warrior ist dead. Die Kreatur ist tot. Nehmt nun ihre Macht. Da hatte ich noch keinen Kick. Aber down ist down. So, nächste Gruppe, da können wir mal, würde ich sagen, ein bisschen reinholzen. Was nehmen wir? Nehmen wir das. Bisschen mit Damuji. Geht das aber einer inspired? Ja, komm. Einfach hier rein in die Olga. Eigentlich wollte ich da die zwei Fliegedudes noch mitnehmen. Oder hätte ich sehr gerne mitgenommen. Holy shit. Die gingen schnell down. Da ist er. Da ist nur einer. Wenn ich mitgekriegt, hatten wir den anderen eben schon scheinbar. Lol. Gut, das ist jetzt das einzig Blöde, dass man jetzt hier nicht kicken kann. Ein bisschen ärgerlich, aber gut. Sollte jetzt hier kein größeres Problem darstellen. Für die nächste Gruppe habe ich Meta. Da, glaube ich, pulle ich einfach mal alles zusammen. Wobei das auch wieder einer inspiriert, ne? Dann pulle ich nur zwei Gruppen, glaube ich, weil nicht... Also sag mal so, es ist potenziell zu machen. Die einzige, oder das heißt die einzige, die Gefahr an der Geschichte ist halt einfach nur, dass du... da sollte ich auch Meta ziehen. Ist halt, dass die sich diese Schilde hochbuffen und du es dann eben nicht kicken kannst. Aber das sieht soweit ganz gut aus. Haben wir da noch ein Zottelhorn drin? Ja, da ist noch eins. Okay, den Schild können wir runternehmen. Zumindest ein. Ja, läuft doch. Würde ich sagen. Das hätte auch schlimmer ausgehen können. Der Healer hat wenig Mana. Da warte ich jetzt mal kurz, dass der noch ein bisschen trinken kann. Wenn er möchte, zumindest. Und möchte er? Ja, er möchte. Oh, da hat schon jemand gepult. Not so good. Ja, kriegt man aber trotzdem hin. Immerhin konnte der Charmy ein bisschen trinken. Ich glaube, als nächstes blaster ich erstmal in den Boss rein. Fehlen doch noch ein paar Prozente. Ach komm, fuck it. Nein, nee, mach mal erst Trash. Mach mal erst Trash. Ich kann mich nicht entscheiden. Ist aber auch schwierig manchmal. So, holen wir die da hinten noch dazu. Damn it. Kick verkackt. Schon wieder.
So, heilen, heilen, heilen. Kein Kick, kein Kick, kein Kick. Nehmen wir den mal runter, den Schild. Das ist auch was, was ich sehr angenehm finde am Demon Hunter, dass du quasi Gegner dispellen kannst. Gefällt mir gut und ist halt teilweise wirklich sehr, sehr nützlich. So, reicht das jetzt an Trash oder reicht das nicht? Das müsste reichen. Haargenau, glaube ich. Ja, das reicht. Perfekt. So. Damit haben wir genug Trash. Damit haben wir Kampfrausch. Damit können wir in den Boss reinknallen. Der Charmy müsste genug Mana haben. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das reicht. So, da kommt der Kampfrausch. Und Abfahrt. Mal gucken, wie schnell wir es schaffen, den Boss runter zu brennen. In Fester hat auch jemand gekickt. Sehr schön. Jetzt wird verschlungen. So, dann laufen wir auch wieder schön raus. Dann jetzt in Fester gekickt. So, passt. Komm, zünd mal Meter, weil wir es uns erlauben können. Was soll's. So. Ach, dammit. In Fester nicht gekickt. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Da lauf mal schön zum Charmy. Stun die Drecksdinger mal. So, zack. Sehr schön. Und dann jetzt please Boss killen. Und dann sind wir Gucci. Jawohl. Schön. Lief doch soweit ganz gut. Dafür, dass ich so lange nicht gespielt habe. Ganz nett. Sogar plus 2 Wertung, Mensch. 4,9k DPS. Das ist ganz gut. 2,9k HPS nehme ich auch mit. Waffe. I feel bad for him. I know that feeling. Wütender Kero. Gib nicht auf, irgendwann wirst du deine Waffe noch bekommen. Da bin ich mir ganz sicher. So, in diesem Sinne sind wir durch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr wieder ein bisschen mehr Mythic Plus sehen wollt oder nicht. In diesem Sinne, wenn ihr das Video seht, es ist schon Neujahr durch. Ich wünsche euch noch nachträglich ein frohes neues Jahr. Habt eine gute Zeit, lasst es euch gut gehen. Und damit danke fürs Zusehen. Wir sehen uns bald wieder in gewohnter Frische. Bis dahin, reingehauen.